Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute auf unserem neuen YouTube-Kanal. So schnell kann es gehen, vom Pastor zum YouTuber. Es sind wirklich verrückte Zeiten im Moment. Momentan habe ich das Gefühl, ich befinde mich wie in einem Hamsterrad. Ich bin gerade hier auf einem der Spielplätze in Halle und wie wir alle wissen, eigentlich ist es verboten hier zu sein. Besonders für unsere Kinder wird es anstrengend, wenn sie den ganzen Tag zu Hause sein müssen. Und ja, daran merken wir, was für komische Zeiten es gerade sind. Mir geht es so, wenn ich vor dem Fernseher sitze und die Nachrichten schaue, dann wird mir Angst und Bange. Und ich habe das Gefühl, wie in diesem Hamsterrad zu sitzen und es dreht sich alles nur noch um den Coronavirus. Da fällt etwas aus, hier kommt eine neue Bestimmung vom Ministerpräsidenten und ich frage mich, was ist eigentlich das, was mir Halt gibt? Jesus hat einmal gesagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Seid aber gewiss, ich habe die Welt überwunden. Ich habe hier einmal so eine Welt dabei und ich habe das Gefühl, unsere Welt, ja, sie ist momentan voller Angst, voller Unsicherheit. Was gibt mir Halt? Was steckt eigentlich in uns, auch in unserem Glauben, dass ich sagen kann, ich überstehe das alles. Ich bleibe zuversichtlich. Ich behalte mein Vertrauen in mich, in meine Mitmenschen, auch mein Vertrauen zu Gott. In uns steckt eine ganze Menge. Und auch in meiner kleinen Weltkugel habe ich dieses Herz. In uns steckt viel von dieser Liebe. Die Liebe zu unseren Mitmenschen. Die Liebe zu unserer Welt. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Liebe von Gott, unserem Vater, kommt. Gott, unserem Vater, der uns liebend in unserer Hand hält. Selbst in dieser Krisenzeit, in der wir so oft ja unsicher sind. Wir dürfen wissen, Gott hält uns in seiner Hand. Er liebt uns und aus dieser Liebe können wir ganz viel Kraft und Mut ziehen. Einmal Kraft und Mut daraus ziehen, dass wir unsere Mitmenschen auch weiterhin mit Liebe behandeln und sie nicht nur als ja, mögliche Ansteckungsgefahr sehen. Es ist schwer. Wir können nicht direkt in Kontakt treten. Und trotzdem können wir überlegen, wie wir füreinander da sein können. Durch einen Gruß, durch ein gutes Wort, durch ein Telefonat. Dann glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass wir aus dieser Liebe heraus weiter das Vertrauen behalten. Vertrauen darauf, dass es besser wird. Gott ist bei uns. Jesus hat gesagt, er hat die Welt überwunden und daran können wir uns festhalten, jeden Tag aufs Neue. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt auch behütet.